Ja, hallo, herzlich willkommen zu meinem Photoshop-Tutorial, um den Sin City oder V wie Vendetta oder auch den Warsteiner-Werbungseffekt zu erstellen, also um ein farbiges Bild oder ein Schwarz-Weiß-Bild teilweise farbig zu haben. Und dazu werde ich heute Skylines von bekannten Städten benutzen. Hier haben wir Frankfurt und dann habe ich auch noch San Diego vorbereitet. Die beiden Bilder sehen ja auch sehr schön aus, aber ich finde, mit dem Effekt sehen die einfach noch sehr viel geiler aus. Wie ihr seht, habe ich die Gebäude und die Brücke bunt oder farbig, während der Rest schwarz-weiß ist. Und genauso hier sind halt die Gebäude farbig und der Rest ist schwarz-weiß. Naja, also weiter im Text. Zuerst, ihr solltet eine. Oh, sorry für die schlechte Qualität, aber mein Computer ist im Arsch. Da muss ich den Laptop hier benutzen. Ihr solltet ein hochauflösendes Bild nehmen, weil sonst bekommt ihr, wenn ihr näher ran zoomt, dann so etwas pixelig und nicht sehr schön, während bei dem Frankfurt-Bild schon eine höhere Auflösung war von 3600 zu irgendwas. Naja. Okay, also erstmal öffnen wir das Bild, was wir uns, weil wir so gut vorbereitet sind, schon aus dem Internet gezogen haben. Aus Gründen der Einfachheit und Zeitgründen werde ich einfach das San Diego-Bild hier nehmen. Und zuerst müsst ihr ja unten rechts auf das schwarz-weiße Feng Shui-Symbol gehen und eine neue Gradationskarte. Ich habe hier das englische Photoshop erstellen, das ist das zweite von unten. Dann klickt ihr auf den Verlauf und wählt das dritte von oben links, also schwarz-weiß aus. Und hakt Ditter an, weil Ditter euch zerstört. Muhaha. Nee. Ditter ist einfach nur toll, ne? Okay, wir sehen das jetzt alles schwarz-weiß. Und das werden wir jetzt ändern, weil wenn ihr euch mit Graduationskurven auskennt, müsst ihr halt, Graduationskurven mit Layer-Masken auskennt, müsst ihr halt die Vordergrundfarbe auf schwarz und die Hintergrundfarbe auf weiß nehmen. Und wenn ihr dann schwarz habt, könnt ihr einfach mit einem Brush das schwarz-weiße bunt anmalen. Was ja auch wunderbar funktioniert. Ja, es ist ein sehr einfacher Effekt halt. Mit X könnt ihr die Vordergrund- und Hintergrundfarbe wechseln. Halt zum Löschen und Malen. Okay, zuerst solltet ihr einen etwas größeren Brush nehmen und dann färbt ihr einfach den gesamten Bereich, so in dem Fall hier die Gebäude, färbt ihr dann einfach ein, um dann später mit einem kleineren Brush die Farbe in im Himmel, die ihr nicht haben wollt, oder auch in dem Wasser da. Bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich da was habe. Und dann wieder wegzukriegen. Natürlich könnt ihr halt auch den Mond da, weil der schön blau ist, oder die Spiegelung im Wasser anmalen. Es ist euch völlig überlassen, euer Kreativität. Ihr könnt zum Beispiel einfach Bilder von, ich weiß nicht, Rosen oder sowas nehmen, oder Freundinnen oder sowas, die halt in Rosen rumliegt, da, wie romantisch. Und dann habt ihr halt das Bild schwarz-weiß und macht die Rosen rot, was sieht auch wunderbar aus, ne? Ja, wie ihr seht, entferne ich jetzt einfach, ich hole da jetzt ein bisschen drüber, entferne ich einfach die Farbe, die wir da im Himmel oder im Meer nicht haben wollen, weil wir wollen ja nur Gebäude anmalen. Hudel ich jetzt einfach mal durch. Ja. Das ist halt ein sehr schöner Effekt, den ihr für alles nehmen könnt. Weil vorausgesetzt, ihr habt eine gescheite Auflösung. Weil das San Diego-Bild hier ist jetzt in 1280 mal 1024, wenn ich mich nicht irre. Und wie ihr seht, werden die Gebäude schon sehr unscharf. Und ich gehe jetzt einfach nur so drüber. Ihr könnt sehen, bei den zwei Gebäuden da habe ich die Mitte einfach freigelassen, weil Zeitgründe, ne? Und wenn ihr es dann macht, müsst ihr euch halt viel mehr Zeit dafür nehmen. So, für das Frankfurt-Bild habe ich ungefähr 20 oder 25 Minuten gebraucht, bis es dann perfekt war, meinen Anforderungen genügt hat. Aber hier gehe ich jetzt einfach nur drüber, um euch mal die Idee dahinter zu zeigen. Wunderbar. Geht halt auf manchen Bildern einfacher, auf manchen halt schwerer, aber kann man nicht vermeiden. Wunderbar, wunderbar, toll, toll, toll. Und bin ich jetzt auch schon fast fertig damit? Ein bisschen da und da und da. Ja, fertig.
dann. Und voilà, wir haben es vollbracht. Sehr schöner Effekt. Und jetzt wisst ihr, wie es geht. Danke fürs Gucken. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal.